Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Naja, also ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen, ist jetzt nicht so die richtige Antwort. Der wird uns mit Sicherheit aus den Latschen hauen, der Gute hier. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Ich muss noch viel lernen oder ich komme schon klar. Ich weiß es nicht, was ist jetzt hier die bessere Antwort in diesem Fall? Ich muss noch viel lernen oder ich komme schon klar. Also, ich komme schon klar, hört irgendwie so an, als wäre mir alles scheißegal. Es klappt halt und ich muss noch viel lernen. Dann denkt er, wir wären der übelste Noob. Na, ich komme schon klar, würde ich jetzt mal sagen. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Okay. Dann machen wir das mal. Wilkas, prüf uns mal. So, laufen wir dem mal hinterher. Zu den Waffen. Haben wir gerade begonnen. Das ist dann wohl die erste Questreihe bei den Gefährten. Über mit Wilkas wird dann die Unterquest sein. Ich schau mir jetzt mal gerade an, wie das aufgebaut ist hier. Zu den Waffen. Über mit Wilkas, ja. Das ist also jetzt quasi eine Hauptquest. Und über mit Wilkas müssen wir jetzt als erstes machen. Aber ich bin doch nur eine Dienerin. Ja, ich weiß, dass du nur eine Dienerin bist. Das sagt die wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir der vorbeilaufen, dass sie nur eine Dienerin ist und wir mit den Gefährten reden wollen. Jetzt gucken wir mal, was der so drauf hat, der Gute. Ach, es lädt mal wieder. Och, das hier ist war Killer Croc in klein. Das hat aber nur sehr kurz geladen. Also wer Batman Arkham City gespielt hat, so sieht Killer Croc ungefähr aus, nur ein bisschen, Killer Croc ist ein bisschen stärker. Der Alte hat gesagt, ich soll euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Sei es mir, Leben, okay. Ihr nicht brauchen. Dürfen wir auch Feuer? Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Puh. Okay, über mit Wilkas haben wir damit. Gib Eorlund Wilkas Schwert. Wo ist denn dieser Eorlund? Wo ist denn dieser? Ich dachte, der wäre jetzt eingezeichnet. Haben wir die Quest jetzt nicht aktiviert oder was? Quest. Ah ne, haben wir nicht. Okay. Der wird ja wohl in Weißlauf noch sein, oder? Achso, der ist sogar fast direkt bei uns. Da oben ist er, okay. Also nur irgendwie hier hochkommen. Oh, hier wahrscheinlich, denke ich mal, oder? Ja. Dann lassen wir bei dem mal Schwert schmieden. Ah, und bei dem könnten wir dann gerade noch mal alles verkaufen. Oh, der hat aber hier eine große, schöne Schmiede. Nice. Direkt mal einen Screenshot machen. So. Was hat er hier noch für Waffen? Ey, das darf man sogar mitnehmen. Haha, wie episch. Ja, wir können nicht mehr nehmen. Aber ist egal. Was mich herführt, mein Freund. Was führt euch her? Wilkas hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. So. Schickt Wilkas Neulinge immer auf Botengänge? Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Seid ihr ein Gefährte? Moment, so, jetzt geht's. Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede.
Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Eigentlich würde ich jetzt gern irgendwas bei dem kaufen, beziehungsweise ihm etwas verkaufen, aber geht scheinbar nicht. Naja, dann gehen wir. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. What's up? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ich helfe euch gerne. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ja, das hast du schon mal gesagt. Scheiße, jetzt haben wir aber so viel Gepäck. Dann muss ich doch was abschmeißen. Also, das, was wir hier gerade bekommen haben, diese Kriegsaxt, schmeißen wir weg. Oh, die ist sowieso gar nicht so viel wert eigentlich. Und, das Schild, oder ist das Schild bei den Waffen? Nee. Aelas Schild, Eisenschild. So, das schmeißen wir weg dann auch. Okay. Und dann bringen wir das jetzt zu seiner... Ne, zu Ayela, nicht zu seiner Frau. Er geht zu seiner Frau. Wir gehen zu Ayela. Und bringen dir dieses schnieke Schild. Gucken wir mal gerade, was hat denn das für Werte? 26 Rüstung, ja, ist bestimmt nicht so schlecht. Ich habe jetzt gar kein Vergleichsstück, wir haben ja kein Schild. Ich bevorzuge immer noch das mit der Magie, das ist eigentlich so ganz nice. Ayela, die ist dann da hinten. Ach, da müssen wir auch wieder runter in die Kammern. Die Kammer des Schreckens. So. Immerhin sind in den Häusern die Ladezeiten nicht so groß. Nur wenn man irgendwie in die Außenwelt geht. Wie kommen wir zu der... So, oder was? Ja, so geht's. Ah. Wenn ihr mit das ist die Jägerin hier. Selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Aha. Ich habe euren Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Seid ihr neu hier? Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Klar. Aber ich sag mal, ich halte nichts von Prallerei. Wir könnten jetzt auch sagen, wir würden ihn töten, bevor er sein Schwert gezogen hat, aber naja. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, hallo. Ich bin Farkas. Kommt mit. Hm? Ja. Wir kennen dich ja schon. Gut, dann gehen wir mit ihm. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Okay. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Naja, kann man nicht machen. Ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Okay. Thelma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht... Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Mit welchen Problemen muss ich rechnen? Magierschurken. Den habe ich noch nie vertraut. Die Akademie ist schon schlimm genug. Vernichtet sie. Ich kümmere mich darum. Gut. Lasst sie eure Klinge schmecken. Übrigens, wenn ihr Gut. eine Beschäftigung sucht... Ja, damit hätten wir also die erste Gilde betreten, nämlich die Gefährten. Das erinnert jetzt wirklich nochmal an Oblivion. Jetzt müssen wir zuerst die Aufträge von ihm und der Jägerin da machen und dann bekommen wir von den anderen Aufträgen. Ich würde sagen, das hier sind die anderen Neulingen. Ich denke mal, unterhalten wir uns zuerst mal mit denen. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich?
Fragen wir den mal, warum er sich angeschlossen hat. Ein Mann meines Standes hat eine Menge Schulden. Ich bin kein guter Arbeiter oder Gelehrter, aber ich kann mit meinen Fäusten sprechen wie kaum ein Zweiter. Die Gefährten lassen mich für Gold kämpfen, also kämpfe ich. Ja, doch schön. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, dass mir immer jemand zur Seite steht.